Haben wir nun vor dem endgültig zu späten Funktion und Bedeutung der Existenz verstanden und des Bewusstseins? Zumindest haben wir den Grund verstanden, warum es ausschließlich beim Schizospaltsprechwesen mit Einführung des Bewusstseins und der Reflexion darauf, auf sich selber, auf den Körper, auf das Sein, auf den Aktionsspielraum, es nötig hatte, diesem sich selbstbewussten und der existenzbewussten Wesen gleichzeitig das Undenkbare zuzumuten, zu wissen von dem Undenkbarsten, von dem Unerträglichsten, von dem Unmöglichsten und dessen notwendige Funktion erklärt, ohne welche weder Bewusstsein, ohne welche weder diese Übererfolgreichheit und auch alle anderen Absurditäten des menschlichen Seins erklärbar sind. Und ohne dass damit irgendjemand auf den Gedanken käme, den gleichen Unsinn nicht immer wieder zu wiederholen.